Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat September 2023. Was erwartet dich da für dein Sternzeichen Skorpion, Aszendent Skorpion, Mondzeichen Skorpion oder Venus Skorpion? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich, dass du kurz unten in der Infobox dir alle wichtigen Details entnimmst. Wenn dir das aber schon vertraut ist und du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja dann hallo, entspann dich, lehn dich zurück, wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen an dieser Stelle und natürlich auch ein Hallöchen an meine lieben Crosswatchers. Ja, meine lieben Skorpionherzen, vielen lieben herzlichen Dank. Dankeschön für eure Unterstützung, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Dankeschön für den Energieausgleich. Und wenn du Interesse hast an einer privaten Legung bei mir, unten in der Infobox ist meine Webseite verlinkt. Darüber kannst du mich buchen oder auch erstmal mit mir in Kontakt treten. Wir fangen an. Skorpion, was hält der September für euch bereit? Ja, da haben wir die drei der Münzen. Traue dich, geh aus dir raus. Ja, was ist denn hier bei meinen lieben Skorpionherzen? Aha, Ass der Schwerter. Ja, also ich sehe hier für einige gibt es ein Streit ist ein bisschen zu sehr vielleicht gesagt, aber es ist mal schön, hier eine Situation mit einer anderen Person zu klären, insbesondere weil wir uns auch im rückläufigen Merkur befinden. Also heißt es gibt viele Missverständnisse, du kannst das Ganze hier klären. Es ist schön, auch etwas zu klären und hier auch mit dieser Herzensenergie, die rausgeht. Ja, also spring hier über deinen Stolz, man kann Dinge hier klären, mach aus, wenn aus einer Mücke hier ein Elefanten irgendwie entstanden worden ist, in einer Freundschaft, in einer Geschäftsbeziehung, bei der Arbeit, wo auch immer, man kann die Situation klären, trau dich, mach den ersten Schritt. Das ist schon mal die allererste Nachricht, die hier durchkommt, bei meinen lieben Skorpionherzen. So, und wir haben hier Herzchakra, wow, eure Legung geht hier auch synchron Hand in Hand. Das ist auch hier so, was ich als erstes auf dem Bild so was wahrgenommen habe, ist euer Herzchakra, so dieses, ein ehrliches Gespräch von Herz zu Herz. Etwas, was dir hier auf der Seele liegt, klar zu kommunizieren, klar zu sprechen, dich zu trauen, etwas zu wagen, ja. Auch wenn du hier Angst hast vor einer Ablehnung, hier ein Nein zu erfahren oder dass die andere Person hier zumacht oder dass, ja, es kommt hier von Herzen, es wird dir gut tun, dich davon hier zu befreien. Skorpion, oh mein Gott. Skorpion im September. Für meine lieben Skorpionherzen. So, Dankeschön. Da haben wir hier die Mäßigkeit, steht für die Ausgeglichenheit, für die Balance in dir selbst, aber auch hier so die Balance. Es kann ja sein, dass du mit deinem Partner Streit hast. Für einige sehe ich aber auch, du möchtest dich hier an deinen Ex-Partner wenden und hier einige Dinge klarstellen, ein ehrliches Gespräch führen, etwas hier aufklären. Für andere sehe ich, es ist eine Person, wo die eigentlich hier schon viel bedeutet. Du möchtest es hier klären, ja? Und hier auch hier mit diesem, aus dem Herzchakra kommt das Licht. Du möchtest dich davon befreien. Das ist so, was ich sehe. Ein klärendes Gespräch, was jetzt hier auf dich zukommt, was du, wo du bereit sein musst, hier den ersten Schritt zu gehen. Ja, ich habe Angst, du hast irgendwie so Angst hier, ja, abgewiesen zu werden, verletzt zu werden, dass die Person dir nicht zuhört, dir keine Chance gibt. Das ist so, was ich sehe. Aber traue dich, traue dich. Weil ich sehe, es kommt hier zu einer Versöhnung mit der Mäßigkeit, ja? Das ist so, was ich sehe. Und es gibt dir hier so viel. Ach, mir geht's gut, es ist geklärt. Oh, alles ist wieder schön und gut. So, juhu! Das ist so, was ich hier spüre bei euch mit der Sonne. Alles wird gut, alles ist gut.
Trau dich, stell dich, konfrontiere hier deine Angst, spring hier über deinen Schatten. Es ist wichtig, dass du den ersten Schritt machst. Spring hier über deinen Schatten. Sei ehrlich. Offenes und klärendes Gespräch. Das ist hier, was ich höre bei meinen lieben Skorpionherzen, entschuldigt. Verzeiht. Skorpion, irgendwelche, Dankeschön, ich muss gar nicht hier viel reden. Die Eremitin, Neun der Stäbe und die Herrscherin. Okay, das ist hier so, was ich sehe. Was noch zusätzliche Nachrichten hier für den September vom Tarot, was rauskommt, ist, ja, du hast dich hier zurückgezogen, Kontakt zu jemandem abgebrochen oder es wurde Kontakt abgebrochen. Also da ist diese Stille, Funkstille, ja, so ein Rückzug. Die Eremitin ist auch so, du gehst nochmal so in dich und sagst, okay, Hand aufs Herz, eigentlich dies, das, jenes, ja. Also ich sehe, du gehst hier so einem... Du erkennst hier etwas und du möchtest es hier richtig stellen, ja, auch wenn du hier noch verletzt bist, ja, also ich sehe hier, spring über deinen Schatten, spring hier über deinen Stolz, auch über deine Verletzung, wenn dir etwas wehgetan hat, weil ich habe das Gefühl, hier liegt eine Ungeklärtheit, was wirklich Redebedarf benötigt oder was auch hier Klärung benötigt und ich sehe, dass du hier diesen Schmerz hier wirklich transformierst. Es gibt dir so viel Erleichterung, das aus der Welt zu schaffen. Ja, das bringt dich hier zu der Herrscherin, das bringt dich hier, dass du dazu strahlst. Auch du bist so stolz auf dich auch im Nachhinein dann, dass du so die Kontrolle in die Hand genommen hast, dass du dich da gewagt hast und getraut hast und das steht auch so für so viel Mut und ja, auch so unabhängig. Es ist nicht eine dritte Person gekommen und sagt, oh, ihr müsst euch vertragen, dies, das. So, das ist, es ist von dir ausgekommen, ja. Und ich sehe halt hier auch mit der Sonne, du blühst dadurch auf. Energetisch gibt es dir ja auch einen richtigen Hui und du gehst auch wieder nach außen. Das ist so, was ich hier spüre, ein Aufschwung. So, Skorpion, September, da haben wir hier Kreation. Seelenexpression, du drückst dich aus. Ja, was liegt dir auf der Seele? Das ist so, dir liegt etwas auf der Seele, was du jetzt hier klären möchtest, reinigen möchtest. Es kann ja etwas aus der Vergangenheit hier sein, eine alte Person, wo du halt auch wieder da das dich entschuldigen möchtest, dich richtig, das richtig stellen willst. Einfach so, das ist so, was ich sehe. Auch sehe ich, gibt es dir so viel Kraft, ja, dass du hier aus dir rausgehst. Ich sehe hier wirklich, du trittst in diese Energie, dieser Schöpferenergie, ja. Das ist so, was ich hier spüre. Du erschaffst etwas Neues dadurch. Du kriegst so viel Energie zurück, Antrieb zurück, dass ich sehe, hier im September ist die Energie, du bist bereit, hier aus der Herzensenergie was zu manifestieren, zu kreieren. Etwas, was du gerne machen möchtest, was auf der Seele liegt, was du gerne in die Welt bringen möchtest, wirklich gebären möchtest, jetzt hier in die Realität, ist das, was ich hier sehe. Sehr schön, sehr, sehr schön. Skorpion. Anxiety, Ängste, Sorgen, guck mal, das sind so zwei verschiedene Energien hier, da sieht man es besser. So dieses Grübelnde, da siehst du auch nochmal so dieses Grübelnde, ja? Dieses Grübelnde, so, ich weiß nicht, Arme verschränkt, guckst weg, hier auch, was soll ich tun, ja? Was ist, wenn es nicht klappt? Für einige sehe ich, es hat hier nicht mit einer Person was zu tun, sondern es hat hier was mit etwas zu tun, was du gerne kreieren möchtest. Aber du musst den ersten Schritt gehen. Du musst darin investieren. Du musst da über deinen Schatten springen. Du hast Angst, das hält dich hier zurück.
Du machst dir Gedanken, Sorgen vom Versagen, vom Enttäuschtwerden. Und dann diese Energie, herauszufinden, oh, ich bin so mächtig. Ich bin so mächtig. Das ist so, was ich hier spüre. Du merkst, wie mächtig du bist. Und Macht muss nichts Negatives sein. Das ist, Macht ist das, was du daraus machst. Wie benutzt du deine Macht? Missbrauchst du deine Macht oder nutzt du die Macht, um etwas zu bewirken? Und es ist so ein Gefühl, wow, ich bin so mächtig. Ich kann Dinge kreieren und erschaffen. Ich kann alles schaffen, was ich will. So, das ist so die Energy, die ich hier spüre. Wow. Und ich fühle das ja jetzt gerade im Moment, ja, und das ist so, wow. Sehr schön. Sich treiben lassen, loslassen, sich eine Zeit lang einer höheren Macht überlassen. Siehst du? Weil du hier über deinen Schatten springst, weil du hier dich deiner Angst stellst, deinem, sag ich mal, auch hier mit dem Mond, dass ich so sehe, okay, du springst hier über dich, ja? Du stellst dich, du wagst es, hier genauer hinzuschauen. Und ich sehe, dass du hier wirklich, weil es dann aus so einer reinen Intuition, also aus einer Reinheit hier kommt, aus einem, nicht mit der Absicht, oh, um das und das zu bekommen, mache ich das und das, sondern ich sehe halt hier wirklich, okay, ich bin bereit, ich mache es, weil es das Richtige ist und ich lasse jetzt los und ich lasse mich hier von der höheren Macht führen. Und dann kommt dieses Peng. Das ist die Transformation von hier nach da. Diese ganze Energie, die du spüren darfst und fühlen darfst. Von der Dunkelheit in die Helligkeit, von Angst in Liebe, weil du in Vertrauen gehst. Wow. Skorpion. Im September. Okay, danke schön. Ausgleich. Es gleicht sich etwas aus. Die Energien kommen hier in Balance. Jetzt kriegst du dann deinen Ausgleich. Und Liebe. Es hat hier definitiv Herzenschakra-Thema. Alte Wunde, die in deinem Herzchakra ist. Es kann hier ein klärendes Gespräch mit deinem Vater sein, mit deiner Mutter sein, mit deiner Schwester, mit deinem Bruder, mit deinen Kindern. Was auch immer. Für jeden wird es jemand anderes sein. Aber es ist etwas, wo du für jemanden, wo du so viel Liebe hast. Deine Person, die dir viel bedeutet. Und dass da der Ausgleich kommt. Wow. Sehr schön. Skorpion. Und die 5 kommt so oft durch in eurer Legung. Hier Quersumme 5. 5, 5, 5, wahrscheinlich siehst du öfters die 5, die Lebenszahl 5. Es kommt ein neues Abenteuer. Dadurch, dass du dich so mächtig fühlst, ich kann Bäume ausreißen, ich kann dies, ich kann jenes. Also das ist so eine richtige, starke Energie, die du hier spüren darfst. Also es ist ein Abenteuer, etwas Neues, was auf dich hier zukommen möchte. Wow, sehr schön. Das Leben ist ein Abenteuer. Du weißt nie, was der Tag für dich bereithält. Öffne dich für das, was kommen möchte. Lass die Kontrolle los. Ja, Heilung der Chiron. Und das ist einmal, wenn der Chiron da ist, ist es so eine, sage ich mal, heftigere Heilung. Ja, also da passiert etwas und dadurch kommt die Heilung, wenn der Chiron da ist. Und wir haben hier Schützenenergie. Eventuell hast du ein Schütze im Sternzeichen, Mondzeichen, Aszendent. Für einige ist das, was ich hier wahrnehme. Oder Venus. Aber ich sehe. Schütze, ich sehe. Ich sehe, ich erkenne. Und wenn du etwas sehen kannst, ich sehe, wie mächtig ich bin. Ich sehe, was das, was,
was meine Handlung für eine Auswirkung haben kann. Ja, so dieses Gefühl von Macht und dieses Selbst zu sehen und wahrzunehmen. Skorpion. Skorpion. Erstes Licht. Ein neuer Zyklus beginnt. Mit dem ersten Licht. Wow. Ich sehe gerade bei dir, etwas Neues wird kreiert. Ein neuer Zyklus beginnt. Eine neue Reise, ein neues Abenteuer eröffnet sich dir. Wunderschön. Und du wirst die 5 sehr oft sehen im September. Ob das beim Einkaufen ist oder sonst irgendwo. Die Zahl 5 wird dir über den Weg laufen. Das ist deine Bestätigung. Dann nehmen wir mal hier einen Stapel von den Tea Leaf Orakelkarten. Für den September schauen wir mal, was das für meine lieben Skorpionherzen bereithält. Eins, Skorpion, 2, nein, muss ich gleich aufheben, 3, es wird spannend, 4 und du wolltest springen. Dankeschön, wir haben jetzt 5 Karten. Und die eine Karte ist... Hubala, wo bist du denn? Hier. Okay, dann fangen wir mit ihr an. Die Tulpe. Große Leidenschaft, die hier erweckt wird. Große Leidenschaft. Passion, Begeisterung für etwas Neues, was hier in deinem Leben eintreten möchte. Sehr schön. Dann haben wir hier, ja, Suche nach Informationen, die dir weiterhelfen. Wenn du auf Informationen benötigst, um weiterzukommen, dann suche hier nach Informationen. Dann haben wir hier auch die Schildkröte. Langsam, aber sicher geht's voran. Das ist doch wunderschön. Und wir haben den Archeweg, neue Möglichkeiten und Wege, die sich für dich öffnen. Ja, das ist etwas Neues, ein neuer Zyklus, ein neuer Weg, ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel. Das ist wie so, wenn, ja... Wenn eine Serie endet oder ja, ein Buch von einer Bandreihe endet und jetzt fängt die neue Bandreihe vom Buch an, also das nächste Buch oder eine neue Staffel fängt jetzt an. Das ist so, was ich sehe. Dann haben wir hier einen Lobster, kleiner finanzieller Rückschlag. Achte auf deine Finanzen im Monat September. Da könnte es einen kleinen Rückschlag geben oder dass du viele Ausgaben hast oder dass du sagst, oh, wegen dem Geld kann ich das und das nicht machen. Ja, lass dich hier nicht abhalten, weil ich sehe, es ist ein neuer Kapitel, ein neues Buch, ein neuer Band, der hier geschrieben wird. Skorpion! Bernstein, überlassen Sie es Gott. Atmen Sie tief ein und beim Ausatmen überlassen Sie es Gott, die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Es wird hier eine Lösung reinkommen. Wenn es hier einen Konflikt gibt oder irgendetwas, so, es kommt die Lösung rein. Ihr werdet eine Lösung finden. Du musst nur den ersten Schritt machen. Das ist so, was ich hier spüre. Die Situation wird sich klären für dich. Zum Positiven. Skorpion, Dankeschön. So, meine lieben Skorpionherzen, was haben wir hier? Indigo, die Person,
der deine Frage gilt, ist ein Indigo, hochsensitiv und ein geborener Führer. Ja, könnte dein Gegenüber hier sein, dass er zum Indigo gehört. Aber für einige spüre ich, dass du das bist. Dann höre auf deine intuitiven Gefühle. Dein Körper empfängt Botschaften des Göttlichen. Höre auf deine Gefühle, auf deine intuitiven Gefühle. Lass dich davon leiten. Skorpion, danke. Und wir haben Soul Alignment. Ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Zeit für Selbstreflexion. Frage dich zum Beispiel, ist das noch meine Richtung? Bin ich im Einklang mit meiner Seele? Erlaube ich mir anzuerkennen, dass ich in der falschen Richtung unterwegs bin? Ja, die Seele wird neu ausgerichtet auf deinem Weg. Eventuell, ich spüre einige, ihr gehört zu den Indigos, ja? Also hochsensitiv und ein geborener Führer, ja? Also du hast hier eine Aufgabe, eine Seelenaufgabe und da kommst du hier wieder in deine Richtung, in Einklang damit und du empfängst deine Seelenaufgabe, ist das hier, was ich für einige ganz stark spüre im Monat September. Wow. Holla die Waldfee. Meine Fähigkeit, mich auf die Kraft der Liebe einzulassen, gibt mir die richtigen Worte, wenn ich das Wort ergreifen will, das nötige Mitgefühl, wenn es Zeit ist zu vergeben und die Kraft, die ich brauche, in Momenten der Verlorenheit. Was habe ich denn da gelesen? Also nochmal, meine Fähigkeit, mich auf die Kraft der Liebe einzulassen, gibt mir die richtigen Worte. Wenn ich das Wort ergreifen will, das nötige Mitgefühl, wenn es Zeit ist zu vergeben und die Kraft, die ich brauche, in Momenten der Verlorenheit. So, schon viel besser gelesen, ne? Dann habt ihr das zweite hier. In der Dunkelheit ruhe ich das Licht. Entschuldigung. In der Dunkelheit rufe ich das Licht. Danke, Universum, dass du mich führst und mich meine Angst durch die Augen der Liebe sehen lässt. Das ist so. Guck mal, die zwei Karten ist das, was hier steht. In der Dunkelheit rufe ich das Licht. Danke, Universum, dass du mich führst und mich und meine Angst durch die Augen der Liebe sehen lässt. Raus aus der Angst, ins Vertrauen, automatisch in die Liebe. Dann haben wir die letzte Karte. In jedem Moment tut das Universum alles dafür, mich in Richtung Klarheit und Liebe zu lenken. Du wirst gelenkt in Richtung Klarheit und Liebe. Ja? Also egal was passiert ist, es ist alles richtig. Jetzt wo du gerade stehst, und jetzt, wo du gerade bist, es ist richtig. Du bist nicht falsch irgendwo, ja? Richtig. Du bist auf dem richtigen Weg. Also wunderschöne Botschaft hier für euch. Wirklich wunderschöne Botschaften hier, die für euch durchgekommen sind, meine lieben Skorpionherzen. Wow, vielen herzlichen Dank, dass ich für euch legen durfte. Dankeschön. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Herzen. Tschüss!